Ich bin Marc, bin 36 und habe mit 20 die Diagnose Morbus Crohn bekommen. Also schlussendlich ist es so geändert, dass ich im 2012 eine Operation machen musste, wo ich ein bisschen vom dünnen Dickdarm rausgenommen habe, weil ich so entzündet war. Ich hatte schon Löcher im Darm, also schon Abszess im Bauchraum. Es war so, dass nach der ersten Operation nicht verhangen hat, dass die Not dort eigentlich bis zweites Mal operiert wurde, nach 3 Monaten. Ich hatte dann etwa 4-5 Wochen, ist wieder aufgegangen und dann ist das dritte Mal operiert worden. Also 2012 insgesamt bei 74 Tagen im Spital gewesen. Und am Schluss noch von etwa 45 Kilo bin ich am 1. August gewesen, 2012, als ich vom Spital nach Hause kam. Und das ist so ein in der Zeit, die ich bis jetzt gemacht habe, so die härteste Zeit, am meisten Zeit, um mich damit zu beschäftigen. Und das ist auf psychologischer, physischer Ebene ist recht schlimm gewesen. Also, ja, das hat dann wieder gebessert, stabiler geworden. Ich habe gelernt, damit umzugehen. Gewisse Sachen gehen nicht mehr. Habe ich damit abgefunden. Mir geht es eigentlich gut. Ich bin zufrieden, so wie es mir geht. Klar, die Werte auf dem Papier im Prinzip könnten immer besser sein, aber für meine Verhältnisse eigentlich recht gut. Ich habe schon viel, mir ist schon viel schlimmer gegangen, von dem her bin ich zufrieden, so wie es geht. Ja. Ich hatte wirklich auch Unterstützung gebraucht. Und einerseits auch Facharzt dort, ein Psychologe aufgesucht und andererseits einfach auch den Kronkolitis-Verband Schweiz, wo du einfach mit Leuten hast austauschen konnte. Wo beim, ja, ich weiss noch, das Wochenendtreffen, du hockst beim Mittagessen oder beim Nachtessen und kannst über Themen reden, die einfach selbstverständlich sind. Also, du musst dich nicht genieren von irgendetwas und weisst, hey, es gibt noch Leute, andere. Die einen haben es vielleicht schlimmer gehabt, die anderen haben es weniger schlimm. Du bist nicht alleine einfach. Und das ist der Punkt, der mir sehr viel geholfen hat, der Verband eigentlich. Wo ich immer noch mit den Leuten im Austausch bin, ob jetzt mal ein Jugendtreffen waren oder sonst Wochenendseminar oder all die sonst Infoveranstaltungen, wo wirklich die Informationen kommen, die du brauchst. Und wo sie dann genau so dosiert kommen, wie es richtig ist und nicht, wo nicht selber etwas zusammensuchen musst, wo es dich findet, ja, was nur noch haarsträubend nachher macht. Ja.